Zusammen. Hier ist wieder der Henry und wir sind heute unterwegs in Whitehart, Island und schauen mal, was uns hier so über den Weg läuft. Wenn sich was ergibt, melde ich mich. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Ich habe hier rechts von mir einen Schwarzwedelhirsch. Und dann hat auch irgendwo noch ein Kojote gerufen. Wollen wir mal schauen, ob wir den hier auch ranbringen. Und den Schwarzwedelhirsch natürlich auch noch. Oh, da kommt er ja schon. Da kommt er schon angerannt. Mal schauen, ob wir den erwischen. Jawohl. Super. Schöner Schuss. Der uns ist nicht abgehauen. Komm noch ein bisschen ran, mein Junge. Und dann hätten wir auch schon die ersten zwei Tiere. Hervorragend. Schuss hat gesessen. Jawohl, er ist down. Jawohl. Super. Super, super. Super, super, super. So, wie sieht's aus hier? Mit Kojoten. Hätte ich gerne noch zwei, drei. Das Problem ist bei den Kojoten, die sind sehr scheu und dann rennen die auch noch wie verrückt auf einem zu. Wie die kleinen Rehböcke in Hirschfelden. So ähnlich kann man sich das hier auch vorstellen. Und dann schreien hier noch Truthähne. Hervorragend. Schauen wir mal, vielleicht bringen wir hier auch noch einen ran. Wenn sich was ergibt, melde ich mich. Bis gleich. Ja, im Moment ist es ein bisschen ruhig. Das heißt, wir können die Tiere einsammeln gehen. Und ich werde dann ein Stück weiterlaufen. Den Baumsitz habe ich schon abmontiert. Jetzt werden wir erstmal die Kojoten holen. Ja, super Schuss. Linke Lunge Herz. Gewicht 16,5. Score 36,2. Schön. Ein kleines Foto. Nicht vergessen. Knipsi. Und den Schwarzwedel noch aufnehmen. Der liegt hier auch noch. Da wollen wir gleich mal hinhoppeln. Bevor uns Kojoten den noch wegschnappen. Wollen wir hoffen, dass wir das nicht machen. Wenn die den schnappen, habe ich hier keinen Abschuss zu verbuchen. Ja, Lunge-Herzschuss, sagt mir der Huntermate. Aber der kann ja auch viel erzählen, wenn der Tag lang ist.
der hat viel Blut verloren. Aus der Entfernung sollte man das Tier ja auch gut treffen, aber ich habe auch schon andere Sachen erlebt. Da hat man dann nicht gut getroffen. Aber naja, auch das passiert. Kann man machen, nix. Außer das Tier suchen. Und da liegt er auch schon. Super. Das war ein Weibchen. Die möchte ich jetzt nicht nachstellen. Ja, der ist auch nicht groß. Aber es ist uns ja egal. Linke Lunge, sagt er uns. Herz wurde nicht getroffen. Gewicht 74,6 und Score 76,2. Schön. Nein, da wollen wir jetzt kein Foto machen. Da es auch nicht mein größter ist, muss ich ihn auch nicht fotografieren. So, ich laufe weiter und melde mich, wenn sich was ergibt. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder zurück. Und ich habe hier einen Wapiti-Hirsch vor mir. Ist jetzt nicht der große, aber besser wie nix. Schönes Tier. Ich habe ihn da vorne gecallt und kann jetzt auch einen schönen Treffer ansetzen. Wunderbar, jawohl, schön. Die ganze Zeit hat hier nur ein Weibchen rumgeschrien. Und das männliche Tier kam, ohne irgendwelche Laute von sich zu geben, einfach aus der Botanik. Lunge, Herz, super. Ja, sowas muss man gleich ausnutzen. Das Weibchen ist sogar noch hier. Nein, ich will dich jetzt nicht. Nein, nein. Oh, viel Blut. Aber bei der Größe von dem Tier kein Wunder. War ja auch ein schöner Schuss. Und wie wir sehen, kommt das Tier doch noch ziemlich weit. Auch wenn der Schuss gut war. Das ist halt die Größe von diesem Tier. Wenn man das hier nur anschießt, kann man sich ungefähr vorstellen, wie weit es noch läuft, bis es verendet. Das brauche ich heute nicht. Ich hoffe, dass es mir auch nicht passiert. So, davor liegt er schon. Wenn ich richtig geschaut habe. Ja, ich bin jetzt 1 Stunde und 15 Minuten im Spiel unterwegs. Ich habe mir bis jetzt eigentlich ein bisschen mehr erhofft. Aber naja, wir haben ja noch Zeit. Jo, da ist es. Linke Lunge. Gewicht 378 Kilo, Geschlecht männlich, Score 89,0. Schönes Tier. Foto brauche ich nicht. Schönes Tier. Super, 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 super. Wenn es jetzt noch weitergeht mit etwas größere, wäre es perfekt. Wenn sich wieder was ergibt,
melde ich mich. Bis gleich. Ja, weit gekommen bin ich nicht. Da vorne ist schon der nächste. Ist jetzt auch nicht der Riese. Jetzt schaue ich mal, ob ich den Kerl umgehen kann. Ihr bleibt jetzt gerade mal drauf. Dann könnt ihr mal schauen, wie ich es mache, ohne Lockstoffe. So, ich call das Tier hier vorn, bewegt mich zur Seite und hoffe, dass er breit an mir durchläuft. Natürlich dürfen wir hier vorne das Weibchen nicht verscheuchen, dann haben wir schon verkackt. Das ist nicht einfach. Aber theoretisch funktioniert die Sache. So, ihr seht das Tier hier vorne. Da sind die anderen. Toll. Jetzt schauen wir mal, ob wir den auch gut treffen. Da bin ich ja wieder gespannt wie mein Bogen. So viel Blut ist es nicht. Da bin ich mal gespannt. Hallo? Lunge, Herz, okay. Schuss war doch nicht so verkehrt. Ja, die Weibchen rennen jetzt hier rum. Die sind aufgescheucht. Na, wo will er denn hin? Der bleibt direkt vor mir stehen. Super. Das ist ein Weibchen. Das wollen wir jetzt natürlich nicht. Wenn noch ein Bulle kommen tät, wäre auch nicht schlecht. Ja, das Weibchen ist hier immer noch schön neben mir. Könnte man schießen, möchte ich aber nicht. Und da unten ist unser männliches Tier. Super, perfekt. Oh, das ist jetzt ein großer Bulle. Der ist jetzt etwas größer. Und sehr weit weg. So. So, Spur haben wir wieder aufgenommen. Ob der andere Große sich dann jetzt noch meldet, weiß ich nicht. Ich muss erstmal den hier einsammeln.
Da ist er ja. Schön. Super. Super, super, super. Rechte Lunge. Gewicht 302 Kilo. Geschlecht männlich. Score 71,1. Schön. Foto brauchen wir keins. Und ich werde mich jetzt auf den Weg machen zu dem Großen und hoffe, dass er noch auf uns zuläuft. Die Weibchen sind ja noch hier. Ich hoffe, dass das Männchen kommt. Von dem Gebrüll her war er doch schon etwas größer. Ich melde mich, wenn sich was ergibt. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Und das Männchen kommt direkt auf mich zu. Das ist ein schöner Bulle. Schönes Tier. Und ich hoffe, dass er wieder breit an mir durchläuft. Gecallt habe ich ihn ja schon vorne am Strand. Nur keinen Scheiß bauen. Schön. So muss er herlaufen. Genau so sollte er herlaufen. Und möglichst nicht hinterm Baum stehen bleiben. Jawohl. Ja, der ist jetzt etwas größer. Der wird auch dementsprechend laufen. Schön, 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 schön. Jetzt wollen wir mal seine Spur aufnehmen. Körper, sagt er, das ist natürlich nicht schön. Aber naja, ich werde ihn finden. Wenn es soweit ist, bin ich gleich wieder da. Bis gleich. Ja, und wir haben das große Tier endlich entdeckt. Der ist noch wirklich weit gelaufen. Ich habe keine Ahnung, ist schlecht zu sehen, wo der Schuss reinging. Nicht gut getroffen. Aber ein schönes Tier. Jo, Gewicht hat er 465,3. Geschlecht männlich, klar. Score 312,3. Super. Super, super, super. Das Tier hier werde ich jetzt mal fotografieren, wenn er mich lässt. Super. Ich weiß nicht, ob es der größte ist. Daher werde ich jetzt ein Foto machen. Schönes Geweih. Super. Nipsi. Ja, schön. Und ich konnte wieder Spuren lesen, lernen. Ungewollt. Hat alles so seine Vor- und Nachteile. Naja. So, wenn sich wieder was ergibt, bin ich wie immer gleich wieder da. Was entdecken denn da meine entzündeten Augen schon wieder? Ein Hirsch. Super. Männlicher Schwarzwedel.
wollen wir doch mal schauen. Ich call hier die ganze Zeit Truthähne, die nicht kommen wollen. Da kommt mir der Hirsch gerade recht. Ist halt ein schlechter Winkel, nicht gut. Ach, jawoll! Schöner Schuss. Super. Super, super. Tödlich. Wieso nicht immer so? Ja, ich weiß nicht, wo hier unsere Truthähne bleiben. Machen Krach da hinten im Wald, aber kommen tut keiner. Wollen wir mal das Tier bergen. Super Schuss. Schön. Da ist, glaube ich, gerade ein Truthähnchen davon gehoppelt. Das muss ja sein, immer wenn man runtergeht. Jo, Herzschuss. Hervorragend von dem Winkel aus. Nicht schlecht. 79,9 Kilo, männlich, Score 111,8. Super. Schön. Ja, so geht es schon. Foto. Knipsi. Und wieder Düsenjäger hier unterwegs. Jetzt schreien sie gleich aus alle Richtungen. Ja, ich werde mich hier nochmal positionieren. Mal schauen, vielleicht kommen hier noch ein paar. Wenn die Truthähne in der Nähe sind. Melde ich mich. Bis gleich. So, da kommt schon das erste Truthähnchen angehoppelt. Ein Weibchen. Und mal schauen, ob wir den auch gut treffen. Oh, nicht so schnell, mein Junge. Hoppla. Der ging daneben, hä? Gott sei Dank habe ich mit dem Bogen geschossen. Jawohl. Super. Den ersten hätten wir. Da kommt auch der nächste schon wieder. Ist auch ein Weibchen. Zwei Stück sind es, glaube ich. Treffer. Und da kommt das nächste Weibchen. Und da hinten kommt der Hahn. Ja, super. Super. Ohne Pfeile ist es natürlich nicht super. Treffer. Und jetzt noch das Männchen. Und noch ein Weibchen dahinterher. Super, super, super. Das läuft ja wieder. So muss es sein. Auf die ganze Rasselherde habe ich schon gewartet.
Jawohl. Der nächste bitte. Ja, hier muss man stetig nachrufen, weil die auch wieder davonlaufen. Man hat es gerade gesehen an dem Weibchen. Gott sei Dank dreht es wieder um. Und dann können wir erstmal schön sammeln. Alles auflesen. Sorry, wenn im Hintergrund Glocken läuten. Aber ich wohne direkt neben der Kirche. Und der Pastor lässt mit sich nicht reden. Also muss ich es über mich ergehen lassen. Und meistens immer beim Let's Play. Das nervt. So, dann nehmen wir die nächste Henne. Treffer. Ja, da liegen sie alle. War das jetzt alles? Ich hoffe es. Weil dann können wir einsammeln gehen. Und der Henry wird dann die Jagd beenden für heute. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und so wie es ausschaut, kommt hier nichts mehr. Wir haben alle erledigt. Und dann wollen wir mal runter von dem Hochstand. Da ist noch eine weggerannt. Mist! Mist! Das hätte sie gewesen sein können. Die Riesenhenne. Nee, Quatsch. So. Hier gibt es keine Score für die Weibchen. Damit skill ich eigentlich nur meinen Bogen. Auch 4,1 Kilo Weibchen. Nur was macht man nicht alles, um an den männlichen Hahn ranzukommen? Weibchen. Und hier ist der, auf den wir gewartet haben. Das Männchen. Ja, das ist der Truthahn. Und Gewicht hat er 8,6 Kilo, Score 41,3. Schön. Foto. Knipsi. Und natürlich haben wir hier hinten noch eine Henne zu liegen, die wir mitnehmen. Sonst gibt es wieder eine böse, böse E-Mail und das muss ich mir nicht gönnen. So. Okay, Leute. Das soll's gewesen sein von mir. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis dann, Waldmannsheil. Ciao, ciao.